News der Woche Nummer 4 2023. Mit weiteren Infos zum Deutschland-Ticket. Was ist aktuell eigentlich in NRW los? Und hört rein. Seit Wochen, Monate haben Aktivisten Lützerath besetzt. Seit dem gerichtlichen Urteil musste das Dorf von der Polizei geräumt werden. Und die Aktivisten laut den Video und Co., aber auch teilweise die Polizei, waren beide Seiten so auch, ja, die Aktivisten schmissen mit Steine, Raketen flogen herum und die Polizei musste den Ort in dem Fall räumen, wegen dem Urteil. In Deutschland gibt es noch einen Tiefbau mit Kohle, der abgebaut werden. Lüsterer ist genau darauf. Es sollte früher eigentlich bis 2038 alles fertig sein, aber jetzt wurde es vorgezogen auf 2030. In 7 Jahren soll da vorbei sein. Und Lüsterath ist leider immer noch in dem Gebiet drinnen, wo es abgebaut wird aktuell. Und seitdem ist auch seit Jahren Lüsterath unbewohnbar, weil das Unternehmen RWE den Ort gekauft hat und haben auch daran die Rechte, die Hausrechte, und ja, es gibt verschiedene Meinungen zu dem Kohleabbau. Die einen sagen, die Kohle reicht davor auch, dass es nicht abgebaut wird. Die anderen sagen, ja, wir haben genug Kohle. Teilte Meinung ist ja vor Ort. Und die Aktivisten fordern einfach, dass der Kohlebau da komplett aus ist und da nicht mehr weiter verfolgt wird. Und das Unternehmen hat ja auch verlangt von den Aktivisten, die vor Ort waren, Schadenersatz, weil Bagger und Co. angefahren sind, um einfach den Ort in dem Fall kaputt zu machen. Ich bin mal gespannt, wie das alles so weiterläuft. Ich halte euch hier natürlich auf YouTube auf dem Laufenden. Ich weiß, da war ja ein längerer Beitrag. Das Deutschland-Ticket App ist da. Ich kann euch einmal kurz zeigen. So sieht es aus. Eigentlich da nicht so spannend, wie ich mir eigentlich am Anfang gedacht habe. Ich muss sagen, ich bin noch ein bisschen zweiteilige Meinung. Zum einen sage ich mal, wird es wahrscheinlich kommen. Aktuell wird ja behauptet, dass es April, Mai so ungefähr kommen sollte.
Ist schwierig einzusetzen. Ich selber sage für mich, ich habe immer mehr Zweifel und auch viele andere einfach teilweise Zweifel, ob es überhaupt noch kommen wird, weil die sich nicht wieder neu verhandeln. Und das ist einfach nervig und die wissen einfach, klappt selbst einfach nicht mehr, was die wollen. Da muss ich sagen, da war das beim 9-Euro-Ticket relativ flott. Bei dem Ticket muss ich echt wirklich sagen, hat die Regierung ein bisschen zu lange gebraucht. Warten wir mal ab, wie es da weiterläuft. Hört rein! Ja, Nico und ich haben am Samstag, den 20.01.2023 auch ein Yannick Vlog TV den ersten Podcast hochgeladen. Und ihr könnt sehr gerne reinhören in 20 Minuten. Ja, sprechen wir immer Themen an. Gibt auch Themen, die schon, ja, fertig sind. Die dann jetzt die nächsten Monate dann kommen. Freut euch darauf. Wir sprechen dann auch vielleicht im Sommer dann auch zusammen nochmal um das Deutschland-Ticket, wenn das dann wirklich dann soweit ist. Ob das kommen soll oder über andere Themen, schreibt echt mir sehr gerne, was ihr aber auch von NRW denkt, was da so genau weiterläuft, was ihr vom Deutschland-Ticket haltet, ob das kommen soll, nicht. Ich bin selber fraglich. Schreibt echt mir in die Kommentare, seid sachlich dabei. Und dann sag ich damit vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das war die nächste Woche Nummer 4. Wir sehen uns in einer Woche. Tschüss.